Tommy. Das ist kein. Das habe ich schon wieder geschafft. Also das sieht nicht aus wie ein Piep. Wie ein Piep. Nein, Tommy, die Audiospur beim Recording schaut nicht aus wie ein männliches Geschlechtsglied. Du hast es nicht geschafft, es hinzusingen. Einmal habe ich es geschafft. Probier es nochmal ganz kurz. Moment. Oh, was ist denn das? Okay. Das ist genauso unförmig wie die Frau. Ja, das piepen wir raus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du brätst meine Eier bitte rein. Die Tür ist offen. Ich hab's geschafft. Ach, da war ja was. Ah, hallo Leute. Ja, grüß Gott. Heul gleich. Ihr wisst gar nicht, was hier abgeht. Mit der Hand. So. Oh, heck. Now that may come in handy. N-D-Y. It's a class 22 as well. I haven't got one of them yet. We ain't got one. Hey, where you going? Class 22. Treat. I'm going to look inside. Okay. Who you like? Look at them. Great. Was macht der in diesem Panzer? Ich glaube, ich darf jetzt erfahren und schießen. Genau. Darf ich jetzt schon schießen? Wohin willst du denn bitte schießen? Warte mal. Moment. Muss ich erstmal hier rein? Oder muss ich die Tür aufschießen? Space hat nicht mehr. Hi. Es schaut so aus, als ob du es aufschießen müsstest. Was war denn jetzt da drin nochmal? Ich hab gedacht, ich darf jetzt meinen Panzer gleich fahren. Was zum Teufel war denn das? Eine Wall. Ich sollte vielleicht... das ist ja mal easy peasy, ne? Oh, was musst du denn hier machen? Das war aber schnell. Ja, das war okay. Oh! Ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube, du solltest in das Grüne springen. Grün ist die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, das ist ja asozial. Die Hoffnung kommt zu dir. Hopefully that opened the door on the outside. But whatever it's done. I think it's one of those let's leg it moments. Du sagst es. Ist das einfach Sprung wieder aufgetan? Oi! Sprung! Ah ja, ich muss auch springen. Hast du es jetzt geschafft, oder? Ja. So, ich glaube, die Tür ist offen. Mark 22! Let's go! Fail. Okay, so schießt nochmal. War das richtig? Ach ja, das war die Sache hier. Kann ich nicht durchschießen? Okay. Das hört sich ungesund an. Nein! Wow. Was zum Teufel? Ja, das hier. Das war mal in the face, ne? So. Vorsicht! Es ist nicht so einfach.
Das schaut aber sehr witzig aus. So. Der Panzer hat sogar ein Nummernschild. Echt? Ja. Wow, das bringt's ja. Weg mit dir, ab dafür. Ja, genau. So, jetzt kann ich raus, weil es ist das Geschütz. Das Geschütz ist aber nicht wirklich nett. Nein. Schnell. Ah, der schmeißt Granaten. Ist mir egal. Der Panzer ist ein Zerstörer, ne? Nein, ist er nicht. Yay. So. Oh, weg mit dir. Wenigstens schon mal das geschafft. Yum, yum, yum. Geht's jetzt vielleicht sogar schon zum Endgegner? Dun, dun, wird Conker es schaffen? Wird Conker, was auch immer hier lauert, besiegen können? Wir finden's raus nach der Werbung. Oh nein! Kackeldackel macht schon wieder ein Häufchen! Schnell in die Hütte, böser Kackeldackel! Zeit zum Spiel! Bereite sein Essen vor! Fütter ihn! Wirf den Würfel und 1, 2, 3! Was ist das für ein Geräusch? Jetzt kommt! Sammel die meisten Häufchen ein und du bist der Gewinner! Kackeldackel von Goliath! Oh. Oh well. In for a penny, in for a pound, I suppose. Ja, das ist der Endgegner. Jetzt kriegt Daniel noch schnell einen Zug von der Kuchen-Shisha. Ja, wie ist es? Pumpkin Pie. Pumpkin, ne? Pie. Kuchentabak. Ein U-Boot mit Auge. Nee, ich glaube nicht. Nochmal orientieren. Okay, hier war... Stimmt, da waren die Bs. Da muss ich noch auf das U-Boot, glaube ich, schießen. Das U-Boot ist der erste Part vom Endgegner. Oh, it's a little girl. It's dangerous around here, little girl. I don't think you wanna be here. Hi, have you come to rescue me? What is that? That's the, inverse phase sonar. Very efficient with, what the hell do you know about that? School? I never learned things like that at school. Anyway, what is it? It fires a missile, I think. A Teddy Funken U-47 intercontinental ballistic missile. So was lernt man in der Grundschule. A missile. Yes, like that one. Susi, 9mm. Don't you worry, little girl. I'll rescue you. Oh, goody, goody. Yeah, her parents are bound to have some cash. Impulse. Oh. Das war Stupido. Noch eine kleine Erfrischung vorher. Ich möchte da bitte hoch. Bevor mich das U-Boot erwischt. Achso. Kannst du noch? Ah! Da ist es. Ja. Ich sehe es ja. Es fährt gerade weg. Ja, und ich glaube, diese... Flapsch. Ja, ich hab's noch gehört. Wie es kam. Bing, bing, bing. Ist schon wieder da?
Geh weg. Ist es das ständig? Naja, der Sound kam zumindest von deinem rechten Speaker. Wird es schon da irgendwo sein? Das ist ja... Ja, es schaut dich an. Sicher ist sicher. Ja. Es kommt aber wieder. Da war es und ich war zu weit vorne gestanden. Zu weit hin. Manchmal. Ich will da bloß nicht runterfliegen. Sag mal. Ja, yikes. In die Fresse. Rechts. Das ist ein nerviger Boss. Sehr nervig, ja. Hast du es erwischt? Ich weiß es nicht. Schieß halt. Sieht aber so aus, ob ich so bestätigt, oder? Weiß es nicht. Also ich hab die Rakete, glaube ich, erwischt. Deshalb ist das abgefuckt. Ah. Abgefeuert hat. Ja, er ist noch da. Da, 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 da. Ja, ich weiß, aber ich kann nichts machen. Ich glaube, ich sterbe jämmerlich. Ja, lass ich mich halt schon sterben, ist ja egal. Der blieb auch gar nichts anderes übrig. Es ging nicht anders. Bim, bim, bim. Sowas halt auf. Ich bin in dem Spiel noch nie so oft gestorben wie im Krieg. Ich bin, glaube ich, kein einziges Mal sonst gestorben. Oder wenn, höchstens einmal. Ja, einmal absichtlich, weil du Greg sehen wolltest. Genau. Ja, und bei den Vampiren. Aber, komm. Das ist doch asozial. Krieg ist echt die schwerste Stelle überhaupt. Vor allem das Ding ja noch hier zu erwischen.